Hallo. Wenn sie jetzt schon vom Jetzt geht's rund, erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Klau. Oh Gott, was machst du denn hier? Guten Morgen. Wenn der schon reinkommt, müsstet ihr doch sehen, dass die Klasse nicht mal voll ist. Dann hören genital. Jetzt ist es wieder genital. Was machst du denn hier? Ich dachte, du hättest die Klasse geschafft. Man sollte den Tag nicht vor dem Elternabend loben. Aber was sagst du? Das ergibt keinen Sinn, aber okay. Na, beim Eltern... Na doch, gut, doch, stimmt schon. Man sollte es noch genießen, bevor der Elternabend ist, denn danach kommt der Hammer. Am Abend hat mein Vater sich dafür eingesetzt, dass ich die dritte Klasse noch ein viertes Mal wiederhole. Also... Der Genital wird sie, der ihr Vater lieben. So haben die mich noch ein Jahr mehr. Moment mal, bitte. Ich glaube, der geht jetzt die Kündigung fertig machen. Jetzt dreht er ab, Alter! Beruhig dich, Willi, beruhig dich! Das ist alles nur ein Albtraum. Willi Genital oder was? Oh Gott, dieser Name! Willi Genital! Ich scheiße mich ein, Alter! Los geht's! Willi Genital! Hallo! Wenn sie jetzt schon vorm Klo wartet, würde ich mir Gedanken machen, Alter. Etwas später. Gut, die erste Stunde nach den Ferien und wie ich sehe, siehst du gesund und munter aus. Leider. Mir geht's supi-dupi, Herrn Genital. Meine Sommerferien waren fast perfekt. Aha, und wieso nur fast? Naja, ich habe mir das Auto von Torge geliehen und damit bin ich dann zum Videoday gefahren. Und da habe ich eine kleine Schramme reingemacht. Das Auto ist kaputt. Das wird nie wieder leben. Und dir ist nichts passiert? Nein, gar nichts. Schade. Ja, ich wusste es. Ja. Sonst würdest du doch nicht da sitzen. Sonst war aber alles richtig geil. Ich war sogar mit Sascha im Autokino. Wow, Glückwunsch. Danke. Wie hast du das gemacht? Naja, ich habe ihn halt aus Versehen angefahren und dann klebte er vorne an der Windschutzscheibe und dann... Nein. Gut, so kann man auch jemanden zum Date einladen. Bin ich ins Kino gefahren und ist halt automatisch ins Autokino mitgekommen. Der hat ja keine andere Wahl, wenn er da dran klebt wie so eine tote Fliege. Oh Gott, ich scheiß mich ein. Was? Oh Gott, ist ihm was passiert? Die Ärzte sagen, er hat Glück gehabt. Hätte ich ihn nur 60 cm weiter rechts getroffen, hätte er sich sein linkes Ohr gebrochen. Das passiert mir ständig, wenn ich mir das Ohr breche. Dann wäre er nicht mehr zu retten gewesen. Du hast sicherlich irgendwas falsch verstanden, Sandra. Okay, wir sollten anfangen. Unser neues Thema im Schuljahr ist Kurzgedichte. Oh, was ist los, Sandra? Mir ist gerade eingefallen, dass ich meinen Hamster seit 3 Wochen nicht gefüttert habe. Oh je. Der lebt nicht mehr. Das ist jetzt auch egal. Wer tot ist, der ist tot. Naja, Schicksal. Okay, was? Der arme Hamster. Na gut, der merkt es eh nicht mehr. Was war das Thema? Kurzgedichte. Oh. Was ist los? Hast du auch noch vergessen, deinen Goldfisch zu füttern, oder was? Woher wissen Sie das? Der arme Fisch. Sandra, kannst du mir vielleicht ein Beispiel nennen für... Er ist jetzt bestimmt toter als der Hamster. Irgendein Kurzgedicht, kennst du eins vielleicht? Ja, klar. Pass auf. Die kann nicht mal bis 15, bis 6 und so ein Gedicht kennen. Sag mal, Tomate... Tomate. Dein Pimmelkankerate. Was war denn das für ein Gedicht, Mann? Fall. Oh Gott. Sandra hat echt drauf, Alter. Was? Hätte ich sie gefragt, die hätten niemals Tomate gesagt. Ich gebe dir ein Beispiel. Okay? Ja, das stimmt allerdings. Hör zu. Deine Seele, ein Land aus Honig und Milch. Sorry, aber nicht. Meine Seele ist also ein Land aus Honig und Milch. Wie kann ich da hinkommen? Sorry, okay. Nochmal jetzt. Ich bin Concentration jetzt, okay. Ich bin Concentration. Deine Seele, ein Land aus Honig und Milch. Ohne Fluss und ohne Meer. Doch alles fließt in dir. Offen das Land. Wenn man zweideutig denkt, ist es lustig, aber wenn alles in mir fließt. Mit Blattgold beschlagen, nackt und verwundbar. Der Blick, Alter! Aber ich denke mir jetzt auch, hä? Was soll das Gedicht nun aussagen? Ich hab's nicht verstanden.
Sandra, was hat dieses Gedicht in dir ausgelöst? Verwirrung und Verzweiflung. Boah, ey. Sandra, so könnte man es auch ausdrücken. Was hat dieses Gedicht mit dir gemacht? Ja, ich hab Bock auf mich. Das könnte ich sein, einfach weg. Ohne ich, aber sonst, ich weiß nicht, irgendwie. Okay, Sandra. Du hast jetzt genau eine Minute Zeit, ein kurzes, aber bitte schönes und poetisches... Die haben Po gesagt. Sandra! Okay, also eine Minute Zeit für ein kurzes, aber schönes Gedicht oder ein Reim. Los geht's. Okay, also eine Minute. Sagen wir... in der Schule braucht man Kreide. Sascha klebt immer noch an der Windschutzscheibe. Das ist doch gut. Das ist aber wirklich geil. Der ist wirklich gut. In der Schule braucht man Kreide. Sascha klebt immer noch an der Windschutzscheibe. Herr Genital findet das immer bestimmt nicht so geil. Doch. Wer hat den goldenen Play-Button bekommen beim Videoday? Es war Torge. Reimt sich nicht. Nee, wollte ich gerade sagen. Aber reimt sich überhaupt nicht. Ich hatte Special Moment in diesem Video. Ja. Oh, danke, Sandra. Vielen Dank. Das ist wirklich... Ja, kein Problem, ey. Mach ich noch gerne. Und stopp. Was ist hier los? Und stopp. Ach so, okay. Ja, dann lass mal hören, Sandra. Ich bin gespannt. Da ist nichts drauf. Wenn alles schläft, nur einer spricht, nennt man dies den Unterricht. Das ist gar nicht. Das ist gut. Der ist wirklich gut. Das stimmt aber allerdings. Das stimmt voll und jetzt. Vielleicht, Sandra, aber der Inhalt gefällt mir nicht. Mir schon. Okay, ich denke, wir sollten dann den Unterricht an dieser Stelle auch beenden. Sie sehen auch echt nicht gesund aus gerade. Ja, wenn man mit dir zu tun hat, ist das klar. Geh bitte. Geh und komm nie wieder. Okay. Die kommt wieder. Hier. Spieglein im Regal. Die Schule ist mir scheißegal. Verpiss dich! Der war auch gut. Welchen Fang haben wir denn jetzt? Der war auch gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan habt, abonniert diesen Papschi mich und bin damit raus.